verlässt mich deine Gnade. Jeden Tag hältst du mich in der Hand. Vom Moment, wenn ich erwache, bis ich mich schlafen leg, sing ich von deiner Güte, mein Gott. Mein ganzes Leben machst du treu, Herr. Mein ganzes Leben machst du so, so gut. Solange ich kann, solange ich atme, sing ich von deiner Güte. Dein Wort, du führst mich auch durch das Feuer. In tiefster Nacht bist du nah wie kein anderer. Ich kenne dich als Vater, ich kenne dich als Freund. Ich lebe in deiner Güte. Gottes Güte wollen wir singen. Es ist auch heute Morgen schon beim Vorgebet wichtig geworden, dass Gottes Güte jeden Tag neu ist, jeden Morgen neu ist. Schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Schön, dass ihr heute Morgen mit uns Gottesdienst feiern möchtet. Und auch schön, dass ihr mit dabei seid, hinter euren Endgeräten. Und auch euch wünschen wir einen richtig guten, gesegneten Gottesdienst. Und wir glauben, dass Gottes Geist überall ist, dass er zu euch spricht, egal wo ihr seid, egal wo wir auch gerade herkommen. Und ich möchte euch einfach einladen, heute Morgen hier zu sein, wirklich präsent zu sein, hier zu sein und euch auf das einzulassen, was Gott heute Morgen sprechen und wirken möchte. Und genau dafür möchte ich noch beten, dass es uns gelingt, uns auf Gott und auf Jesus zu fokussieren, dass wir ihn in das Zentrum stellen und dass er das Wichtigste ist für uns heute Morgen hier im Gottesdienst. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass deine Gegenwart da ist und dass du dich heute Morgen uns offenbaren möchtest. Ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen was vorbereitet hast und dass du zu jedem Einzelnen heute Morgen sprechen möchtest. Ich bete für jeden, der auch gerade live zuschaut. Ich bete auch für die Preteens-Gruppe drüben, für die Carina, für die Fit for Lifeler, die heute im Praktikum sind. Ich bete, dass du heute sprichst und dass du unter uns dein Reich baust. Ich danke dir, dass du so viel vermagst und dass es dein Herz ist, dass wir dich heute Morgen erleben. Und so bete ich um deinen Geist, der uns wirklich einnimmt heute Morgen. Und ja, wir wollen dich einfach willkommen heißen, hier zu sein. Ich danke dir, dass du so gut bist und dass du dich niemals entziehst, sondern dass du dich offenbarst, Jesus.
in deinem heiligen Namen. Amen. Wen ich besonders begrüßen möchte, sind alle Gäste oder neuen Personen bei uns hier im Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr das erste Mal da seid. Und wir hoffen, dass ihr einen kleinen Einblick bekommt, wer wir als Vaterhaus sind, was wir so machen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann kommt nach dem Gottesdienst einfach auf irgendjemand zu und fragt, quetscht uns aus. Und alle, die heute das erste Mal eingeschalten haben, ja, klickt einfach auf unsere Homepage, klickt auf unserem YouTube-Kanal ein bisschen rum. Da gibt es viele Infos und falls ihr noch mehr Infos habt, dann schreibt uns eine Mail und kontaktiert uns. Schön, dass ihr da seid. Und ja, jetzt haben wir noch drei ganz kurze Ansagen. Und zwar einmal darf der Nobby nach vorne kommen, weil heute ist der 24. Das heißt, es ist genau das Ende von unseren Fasten- und Gebetswochen. Da möchtest du noch ein paar Worte dazu sagen. Vielen Dank, ja genau, ich war mir ganz sicher. Also 2 Wochen waren jetzt Fasten- und Gebetszeit in sehr unterschiedlichen Formen. Ihr habt das vielleicht miterlebt, wir haben Zoom-Frühgebet gehabt, wir haben 2 Gebetswanderungen gehabt, wir haben Mittwochabend so das Erweckungsgebet gehabt und dazwischen gab es verschiedene Möglichkeiten, sich so zu connecten. Und ich glaube, oder ich nehme das so wahr, dass einiges angestoßen wurde im persönlichen Leben. Einige haben ihr Leben nochmal ganz neu vor Gott reflektiert und Zustandsbeschreibung gemacht, eine Situationsanalyse, wo stehe ich gerade? Und auch gemerkt, da gibt es Dinge, die in Ordnung zu bringen sind, Korrekturen vorzunehmen. Aber wir haben auch gebetet, dass der Geist Gottes uns neu auch begegnet, uns erfüllt, auch diese Gemeinde neu mit seinem Geist belebt. Und deswegen ist es noch nicht vorbei, auch wenn jetzt die 2 Wochen vorbei sind. Wir werden am kommenden Sonntag versuchen, einfach ein paar wichtige Dinge, die wir glauben, die Gott jetzt in dieser Zeit gesprochen hat, auch nochmal zu kommunizieren, auch einen Fokus auch drauf zu setzen, um da weiterzugehen, denn wir wollen da nicht stehen bleiben. Und wenn ihr dabei wart, so habt ihr, denke ich, auch einiges mitgenommen und erlebt. Und ich lade euch dann auch ein, jetzt schon darüber nachzudenken, ob ihr am nächsten Sonntag auch davon erzählt, was ihr erlebt habt persönlich oder was Gott euch wichtig gemacht hat. Da wollen wir eine Zeit haben, wo wir diese Stories, diese Geschichten hören. Danke. Danke dir, Nobby. Dann hat der Jonas eine kurze Ansage für uns. Ja, ich darf ganz kurz einladen zum Seminartag über Mediensucht von der EFG Gunzenhausen am 13. November von 9 bis 16 Uhr. Das ist ein falsches Datum, Freunde. Fake News. Lasst euch nicht davon verwirren. 13.11. Die Flyer liegen auch nochmal hinten aus. Es ist ein richtig gutes Seminar für alle Eltern oder Pädagogen oder Interessierten, aber auch Mitarbeiter vom Kinderbereich oder Jugendbereich. Es wird viel über die Chancen und Risiken von Medien und Internet gehen, vor allem auch schwerpunktmäßig über Prävention und verantwortliche Mediennutzung. Den einen Referenten, bei dem hatte ich auch schon mal ein Seminar, also kann ich wirklich sehr empfehlen, sehr wertvolle Beiträge. Herzliche Einladung. Wie gesagt, Flyer liegen hinten aus und wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch kurz an. Das steht alles hinten auf dem Flyer, das ist ganz leicht. Aber ja, herzliche Einladung. Und dann darf ich noch weitergeben, euch erzählen, dass sich die jungen Erwachsenen heute Abend hier auch zusammentreffen, dass wir Gemeinschaft haben wollen, dass wir von Gott hören wollen. Und wir haben das wieder angefangen, jetzt so ein halbes, dreiviertel Jahr, dass sich die jungen Erwachsenen auch wieder zusammentreffen, um einfach eine Plattform zu haben, um Jesus zu erleben und um Gemeinschaft zu haben. Und da dürft ihr gerne für uns beten, dass der Heilige Geist wirkt. Wenn ihr noch irgendjemand kennt, der da auch Interesse habt, da heute Abend dabei zu sein, dann ladet ihn noch ein. Es gibt ein bisschen was zu essen, aber das passt schon. Das teilen wir dann ganz brüderlich und schwesterlich. Das heißt, wenn irgendjemand noch spontan dabei sein will, dann herzlich willkommen. Und jetzt, Gigi, hast du das Mikrofon mit deiner Band und Dankeschön, dass ihr heute Morgen da seid. Junge Erwachsene, ist es dann bis 40 oder was? Ja, genau. Also du darfst leider nicht mehr kommen.
lade euch einfach ein, jetzt zu Gott zu kommen und alles vor ihm auch abzulegen, was uns so bewegt, mit was du gekommen bist. Vielleicht geht es dir nicht so gut. Jesus ist da mit offenen Armen. Und er ist da, um deinen Sturm zu stillen. Er ist da, um uns Frieden zu geben. Lass uns jetzt wirklich singen. Ihr könnt gerne dazu aufstehen. Bring it all to peace. The storm surrounding me, let it break. At your name, still call the sea to still, the rage in me to still every way. At your name, Jesus, Jesus. Make the darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence fear, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, to peace. Peace, bring it all to peace. The storm surrounding me, let it break. At your name, still call the sea to still, the rage in me to still. The darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence fear, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. Breathe, call these bones to live, call these lungs to sing. Once again, I will pray, breathe, breathe. Call these bones to live, call these lungs to sing. Once again, I will praise Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence. A light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name. Your name is a light that the shadows. Thank you.
wir laden dich heute Morgen ein. Heiliger Geist, komm du. Bring Frieden in unser Herz. Wir strecken uns aus nach dir. Weil du bist der, der Veränderung bringt, Herr Jesus. Vater, hör, der Himmel ruft zu dir.
Schöpfung bebt vor deiner Herrlichkeit. Erweck uns, wir wollen dein Reich kommen. Das ist unser Gebet, Jesus. Wir wollen dein Reich kommen sehen, Heiliger Geist. Reiß Mauern ab. Lass uns einfach auch mal zu Gott rufen, zu Gott beten, einfach ihn erheben, das, was auf unserem Herzen ist, ihm ausdrücken. Us in this day, just like you said you would. Your word is not in vain, our hearts reaching heavenward. Fresh outpouring, tear the fabric. Jesus, come. Breath of heaven, nothing left unshaken. We long for more. We need a fresh outpouring. Unleash a fresh outpouring. We need a fresh outpouring. A fresh outpouring.
Jesus, das beten wir, dass du uns neu erfüllst, und deswegen beten wir dich an, weil wir wissen, dass du unser Gott bist, dass du unser Versorger bist, dass du unser König bist und der, der uns annimmt, der uns erfüllt und der uns das gibt, was wir brauchen, was wir nötig haben. Und wir beten einfach um eine neue Berührung mit dir, auch heute an diesem Morgen, Jesus. Danke dafür. Amen. Ja, wir brauchen seine Berührung, wir brauchen sein Wort, wir brauchen die Gegenwart, wir brauchen seine Nähe. Danke euch, Lobpreisteam. Und ich möchte jetzt euch einladen, das zu teilen, was euch vielleicht Gott aufs Herz gelegt hat während dieser Lobpreiszeit. Wir haben jetzt eine Zeit, wo einfach derjenige, der das Gefühl hat, er möchte gern was teilen, nach vorne kommen kann und es uns sagen kann und auch den Leuten hinter dem Stream sagen kann. Wenn es jemanden gibt, der sagt, ich möchte nicht gefilmt werden, dann ist es natürlich auch voll in Ordnung. Dann dürft ihr einfach zuerst in den Gängen stehen bleiben. Wir wollen zuerst eine Zeit haben, die gefilmt wird. Das heißt, wenn du sagst, ja, das ist auch für den Rest, dann komm gleich nach vorne und die anderen können stehen bleiben erstmal. Und dann gibt es eine kleine Pause für den Stream. Guten Morgen. Ich bin Thomas, ich stand lange nicht mehr hier. Jetzt traue ich mich mal, seit längerem wieder. Und ich habe eine Mutmachgeschichte mit, weil mir das selber Mut gemacht hat. Und die möchte ich gerne teilen. Und zwar, das ist, kennt ja jeder, eine Fahrradlampe zum Aufstecken. Ja? Ich fahre jeden Tag auf Arbeit mit dem Fahrrad, immer 15 Kilometer früh, wenn es dunkel wird. Und brauche dann Licht. Und dann gibt es drei Einstellungen. 60 Lumen, glaube ich, 40, 20 und eigentlich 0. Aber ich glaube, ihr könnt das nicht richtig sehen. Das geht nicht mehr aus. Das leuchtet. Und ich habe erst überlegt, das bringt mir nichts, das muss ich wegschmeißen. Das ist ja kaputt. Das ist ja blöd, wenn es nicht mehr ausgeht, das zieht ja dann Strom. Das heißt, der Akku geht schneller leer. Und dann ist mir eingefallen, nee, ich schmeiße das Ding nicht weg. Ich behalte das, weil das erinnert mich jeden Tag an meine Beziehung zu Gott. Man kann das jetzt nicht sehen. Wenn jetzt aber alles dunkel wäre, würde das die Stoppausrichtung würde dann trotzdem noch leuchten, im völlig Dunklen. Ich habe das erlebt, es gibt dann keine Laterne mehr, die Lampe hat dann geleuchtet. Aber nur, wenn sie an war, wenn ich vorher den Stecker im Akku hatte, wenn ich ihn aufgeladen hatte. Das heißt, ich muss jeden Tag bei Gott irgendwie sein, und mich mit seiner Energie füllen lassen. Weil sonst ist es aus und dann habe ich nichts mehr. Dann geht es nicht mehr. Ich habe das jetzt am Donnerstag gespürt, wie das ist, wenn man noch einen Rest hat, wenn man so ein kleines Licht dann hat, was gerade noch so leuchtet. Ich arbeite in der Tagesstätte für behinderte Menschen und habe da einen jungen oder einen älteren Mann mit Down-Syndrom, Italiener, spricht kein Deutsch, und der bringt mich an meine Grenzen und am Donnerstag über meine Grenzen. Es war so, dass der keine Regeln kennt. Er hat 50 Jahre irgendwo in Italien, irgendwo auf dem Berg mit seiner Mutter gelebt. Er hatte das Sagen. Es gibt keine Regeln, nichts. Der ist dann ausgetickt, hat dann mich geschlagen, getreten, alles Mögliche. Es ging über Stunden. Zum Schluss habe ich versucht, die Leute zu beschützen, die um uns herum waren.
und habe dann Jesus angerufen und habe seinen Sieg proklamiert. Der junge Mann war nicht still. Der hat nicht aufgehört zu schlagen und zu treten. Das Einzige, was er gemacht hat, war, dass, oder ich habe gespürt, dass Jesus ihn liebt, nicht ich. Jesus liebt ihn. Und er hat mir die Kraft gegeben, dass ich mich schützen kann und die anderen. Das war's. Okay, danke schön. Dann darf ich den Manfred nach vorne bitten. Der war letzte Woche ja auch schon da. Entweder ihr wart selbst da, vielleicht habt ihr es auch schon den Teil 1 seiner Predigtserie auf YouTube nochmal nachgeschaut. Der Manfred, der möchte jetzt gerne seinen zweiten Teil zum Thema die Endzeit heute predigen. Und wir freuen uns, dass du nochmal da bist. Danke, dass du nochmal da bist. Und noch als Info zu euch, also die Folien, die der Manfred hat, die könnt ihr gerne auch bekommen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht wie in einem Studium ganz viel mitschreiben, sondern wenn ihr die gerne haben möchtet, dann dürft ihr euch im Büro melden bei der Andi und dann schickt ihr euch die, glaube am Mittwoch weiter. Also dann könnt ihr die auch privat haben. Genau. Gut, diesmal habe ich meine Folie nicht umgestellt, sicherheitshalber, damit sie mir nicht wieder zerlegt werden. Biblische Aussagen zur Endzeit, zweiter Teil, was man verantwortlich sagen kann. Ich habe letztes Mal kurz oder lang, je nachdem wie es für euch war, Matthäus und Paulus, die Aussagen dieser beiden Schriftsteller behandelt, was Jesus in dieser sogenannten Endzeitrede sagt, im Matthäus-Evangelium und was Paulus sagt, wenn es um die Wiederkunft Christi geht. Und heute gucken wir uns die dritte Schrift an, die hier massiv was zu sagen hat, nämlich das Buch der Offenbarung. Das Buch der Offenbarung ist für viele von uns ein ganz schwieriges Buch. Es ist ein Buch, das Buch überhaupt der Bibel, das am meisten misshandelt wird. Durch diverse Auslegungen, diverse Spekulationen, die auch gerade wieder ins Kraut schießen. Und deshalb ist es ganz gut, mal sich mit diesem Buch auseinanderzusetzen. Ich kenne allerdings viele Leute, die sagen, ich habe das probiert, aber irgendwie gibt es ein paar tolle Texte, aber ansonsten komme ich damit nicht wirklich zurecht. Und wenn man jetzt zu diesem Thema Endzeit kommt, muss man aber dieses Buch anschauen. Die Bedeutung der Offenbarung als Buch im Neuen Testament. Zum einen, es ist das einzige sogenannte apokalyptische Buch. Apokalyptik heißt Enthüllung des Verborgenen, und meint ganz konkret in diesem Buch, dass die tiefen Kräfte, die hinter dieser Welt stehen, hinter dieser vorzeigbaren, sichtbaren Welt stehen, dass die sichtbar werden. Die Grundkräfte, die sozusagen alles vorwärts treiben. Und die werden nicht irgendwie sozusagen fotografiert oder irgendwie, weil das kann man gar nicht, weil es geistliche Mächte und geistige Mächte sind, sondern sie werden mit Bildern erfasst. Und hier passiert schon der erste große Irrtum, wir werden das gleich nochmal anschauen mit Bildern. Bilder sind keine Reportage von einem zukünftigen Ereignis. Bilder sind keine Doku, keine Zukunftsdoku. Sie sind völlig anders, aber wir kommen noch dazu. Und die Grundfrage bei dieser Art von Buch ist die, was ist eigentlich los in unserer Welt? Und insofern ist das Buch eigentlich ganz aktuell, weil das ist eine Frage, die viele umtreibt. Und die zweite große Frage ist, was wird Gott denn tun in dieser unserer Welt? Das unterscheidet sich ein bisschen von Prophetie. Prophetie ist noch was anderes, da geht es darum, Herr, was sollen wir heute tun? Sprich zu uns. Apokalyptik sagt, was ist los in dieser Welt? Fragt also tiefer, und Gott, was wirst du tun? Und dann ist die Offenbarung, ich kann mir es nicht verkneifen, euch das kurz mitzugeben, auch wenn es nicht Endzeit ist,
Die Offenbarung ist eine Theologie in Bildern. Das hat man sehr, sehr lange vernachlässigt, weil man Theologie normalerweise abstrakt, rational treibt. Aber hier ist Theologie in Bildern. Zum Beispiel wird hier die Dreifaltigkeit Gottes in Bildern geschaut. Da sitzt der Vater, er wird nicht so genannt, Gott sitzt auf dem Thron und Jesus als Lamm wird geschaut inmitten des Thrones. Das ist eine ganz eigenartige Formulierung, zeigt aber, nachdem es im Jüdischen nur einen Thron des Universums geben kann, die beiden sind irgendwie, gehören irgendwie ganz eng zusammen. Mehr sagt das Bild nicht. Und beiden gehört der Geist Gottes, der siebenfältige Geist Gottes. Also da könnte ich jetzt vieles dazu sagen. Es ist total faszinierend, was da über Gott geschaut wird und wenn man das ernst nimmt, was uns das sagen kann. Dann ist das Buch durchzogen von 6 großen Visionen Jesu, wo er geschaut wird, ganz am Anfang, als Johannes diese Offenbarung empfängt, der große Menschensohn, der glüht und leuchtet, den man nicht anschauen kann, vor dem er wie tot zu Boden fällt. Es kommt noch eine zweite Menschensohn-Vision, eine kürzere. Zweimal wird er als das Lamm gesehen. Das Lamm, das ist das Opfer für uns. Einmal als Kind und einmal als König der Könige. Also auch hier Bilder, die sozusagen unsere Liturgie, unser geistliches Denken tief geprägt haben. Die stammen aus der Offenbarung. Eine dritte Geschichte ist, auch die Gemeinde spielt eine ganz wichtige Rolle. Und die Grundaussage ist die, die Gemeinde vollzieht den Weg Jesu nach, Schritt für Schritt. Vom Dienst Jesu angefangen, über sein Leiden, sein Sterben und seine Auferweckung und seine Erhöhung zum Thron Gottes. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Und dann ein letztes, alles läuft zu auf eine neue Schöpfung am Ende, wo diese alte, kaputte, vom Bösen zerstörte Welt neu gemacht wird. Und diese neue Welt ist zugleich der eine Tempel. Es gibt kein Gebäude mehr, in dem Gott wohnen würde. Er wohnt mitten unter seinem Volk und dieser Tempel ist zugleich die Stadt und er ist zugleich das Paradies. All das kann man mit Bildern ineinander und übereinander blenden. Es geschieht auch. Also das, hier geht es um weit mehr in der Offenbarung als um Endzeit. Das wollte ich euch nur kurz mitgeben. Die Offenbarung unter diesem Aspekt zu lesen, bringt ganz andere Züge zum Leuchten, als wenn man guckt, was sagt sie denn über die Endzeit. Gut, jetzt kurz was zur Auslegung. Wichtige Dinge, um überhaupt dieses für uns so sperrige und so völlig unvertraute Buch, um da ranzukommen. Das Erste ist, ich habe es schon gesagt, dieses Buch, das sind im Prinzip Bilder. Bilder, die überborden, Bilder, die unglaublich reich sind, die viele Züge haben, die uns manchmal überfordern. Und es heißt, wir kommen an dieses Buch nur ran, wenn wir die Sprache der Bilder verstehen. Und nochmal, es handelt sich nicht um Fotografie, es handelt sich auch nicht um Fantasy. Und diese Bilder sind auch keine Codes. Das ist ein großes Missverständnis. Bilder sind keine Codes. Bilder sind Bilder. Bilder haben mit Intuition zu tun. Und wir müssen es lernen, diese Sprache der Bilder wieder zu lernen. Zum Glück haben wir seit der charismatischen Bewegung wieder einen Zugang zu Bildern, weil wir das in kleinem Maßstab ja auch erleben, wenn wir beten, dass wir Bilder haben. Manche sind aus unserer Fantasie, wenn wir ehrlich sind, aus unserer frommen Fantasie, aber dann gibt es Bilder, die von Gott kommen. Und da gehen wir auch nicht um, oder wenn wir es machen, dann machen wir es falsch, als Codes, die wir knacken müssen. Weil wenn ich einen Code knacke, bin ich außerhalb und gucke von außen drauf und setze meine Intelligenz, meine Kraft dran, meine geistliche Intelligenz dran, um was rauszuholen. Aber Bilder sind anders. Bilder nehmen mich in sich hinein. Und nur dann fängst du an, sie wahrzunehmen und sie zu verstehen. Es gibt in der Offenbarung 2 Codes, nicht mehr, und die werden extra markiert. Das eine ist die ominöse Zahl 666. Die wird irgendwie ein bisschen angedeutet, was es sein könnte, aber nicht erklärt. Und das zweite ist Babylon die Große. Da ist ein Code, die Hure, die auf den 7 Hügeln sitzt, der wird entschlüsselt. Das sind die einzigen Codes. Und die Offenbarung markiert sie. Und deshalb dürfen wir sie auch als Codes behandeln. Diese Bilder der Offenbarung, wie kommen wir an sie ran? Wir müssen uns klar machen, das sind nicht irgendwelche freischwebenden Einfälle, die der Seher der Offenbarung, der Johannes hat, sondern es sind Bilder, die alle, komplett alle, aus dem Alten Testament kommen.
Man kann sagen, diese Intuition ist geprägt. Sie ist geprägt von den Bildern des Alten Testaments. Bestimmt und erfüllt davon. Und wenn man mal auf dieser Spur ist, dann merkt man, die Offenbarung ist ein Buch, das das komplette Alte Testament in verschiedenen Aspekten aufnimmt. Oft nur in Anspielungen, manchmal in Zitaten, aufnimmt und neu integriert. Und es gibt Leute, die haben das gezählt, Wissenschaftler, die haben das gezählt, die Schätzungen oder die Zahlen, die da rauskommen, sind zwischen 600 Zitaten, Anspielungen auf das Alte Testament und zwischen 1000. Also ich habe mir nicht die Mühe gemacht, diese Quellen nachzugucken und das alles zu verifizieren. Egal, ob es nun 600 sind oder auch nur 500 oder 1000, es zeigt, dieses Buch ist gesättigt vom Alten Testament. Das hat enorme Konsequenzen. Nur über das Alte Testament verstehen wir die Bilder. Und das Zweite ist, dieses Buch hat wie manche andere einen ganz stark durchstrukturierten Aufbau. Dieses Buch ist komponiert. Es ist nicht einfach so, dass der Johannes Vision nach Vision hatte und die einfach schnell hingekritzelt hat, bevor er sie vergessen hat, sondern er hatte diese Visionen, aber er hat sich dann irgendwann Zeit genommen, die zu komponieren in ein faszinierendes Buch. Und diese Komposition, ich werde sie euch dann zeigen, ist der Schlüssel. Einiges davon gibt uns die Offenbarung auch als Signal. Sie spricht zum Beispiel immer wieder von siebener Reihen. Also sieben Briefe an sieben Gemeinden, sieben Siegel des Buches, die geöffnet werden, sieben Fanfaren, die erklingen und sieben Schalen des Zornes Gottes, die ausgegossen werden. Also schon von daher gibt uns das Buch so eine gewisse Gliederung vor. Und dann das, was ich letztes Mal schon erklärt habe, ein weiteres ganz wichtiges Prinzip ist der Chiasmus. Das heißt, ein Aufbau, wo das Wichtigste in der Mitte steht und die Teile drumherum sich jeweils spiegelbildlich entsprechen, bis hin zu Anfang und Ende. Und dann ein letztes, diese Bilder haben eine Zoom-Funktion. Auch das werde ich euch gleich zeigen. Eine Kaleidoskop-Funktion. Aber zunächst mal zu eins, zu den Bildern. Ich will euch das nur kurz hier, nicht in die Details gehend, mal auflisten. Die Offenbarung sieht sich selber als Höhepunkt und Vollendung der gesamten alttestamentlichen Prophetie. Und ich habe euch hier nur mal aufgelistet, das müsst ihr auch nicht durchlesen. Und es gibt da noch viel mehr, das sind nur die wichtigsten Punkte. Sie fängt bei der Schöpfung an, nimmt Elemente auf, diese Schöpfung wird sozusagen dekonstruiert in der Offenbarung, geht über die Väterzeit, über die Zeit des Exodus, des Auszugs aus Ägypten, ein ganz wichtiges Moment für die Offenbarung, über die großen Propheten, vor allem Jesaja, Hesekiel, dann die 12 kleineren Propheten, Zacharia spielt eine Rolle, Daniel, die Bücher der Weisheit, also die Psalmen sind eigenständig, aber die Sprüche, Hiob, diese Dinge kommen vor und dann die Psalmen. Also im Prinzip das gesamte Alte Testament lebt in der Offenbarung, wird zitiert, wird in Bildern erfasst, wird darauf angespielt, in Wendungen, in Phrasen. Und das heißt, was diese Offenbarung macht, ist, sie integriert und vollendet die gesamte Prophetie des Alten Testaments. Das ist die einzige, die es zur Zeit des Neuen Testaments schriftlich gab. Sie integriert, sie modifiziert und sie vollendet die alttestamentliche Prophetie. Das heißt, alles, das habe ich letztes Mal als These vorausgestellt, alles, was wir im AT lesen, zur Endzeit, zu Völkerstürmen, zu Katastrophen oder was auch immer sei, ist durch den Filter der Offenbarung zu lesen. Denn die hat das bereits aufgenommen, die hat es bereits integriert und verwandelt. Ein klitzekleines Beispiel. Hesekiel schaut den Thron Gottes und er sieht da vier Wesen drumherum in Menschengestalt. Die haben vier Gesichter jeweils. Die Offenbarung schaut in Offenbarung 4 ebenfalls diese vier Wesen, aber sie sieht sie anders. Sie sieht sie nicht in Menschgestalt, sondern in Tiergestalt. Löwe, Stier, Adler und dann ein Wesen mit einem Menschengesicht. Und die haben auch nur alle ein Gesicht. Also das Gleiche, die Offenbarung schaut das Gleiche aus dem Alten Testament, aber das Bild wird modifiziert und kriegt dadurch eine andere Aussage. Und das ist typisch für Bilder. Bilder sind keine Satzwahrheiten, die nur so gelten, wie sie dastehen, sondern Bilder leben, atmen, sind flexibel, drücken was aus. Das heißt, wir müssen uns darauf einlassen, auf diese Bilder. Okay, dann jetzt zur Struktur.
Und all das hilft uns, also es ist ein bisschen ein längerer Anlauf, aber es hilft uns, diese Endzeitaussagen einzuordnen. Die Zahl 7 spielt in der Offenbarung die größte Rolle, die sie in irgendeinem der biblischen Bücher spielt. Sie kommen auch in anderen Büchern vor, aber nicht so ausdrücklich. Was bedeutet nun die 7? Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil es das biblische Weltbild hier zusammenfasst. Es fängt mit der Zahl 4 an. Auch die spielt in der Offenbarung eine größere Rolle, kann ich jetzt nicht darauf eingehen. 4 ist die Zahl der Erde. Und es kommt einfach aus der menschlichen Wahrnehmung, weil der Mensch ist so gebaut, dass er 4 Richtungen sieht, vorne, hinten, links, rechts. Deshalb haben wir 4 Himmelsrichtungen und nicht 7 oder 12 oder 27. Keine Ahnung, wenn ich eine Fliege wäre mit Facettenauge, wie viele Himmelsrichtungen ich dann hätte. Aber jedenfalls als Mensch haben wir 4. Daher kommt es. Norden, Süden, Osten, Westen. Vorne, hinten, links, rechts. Das ist klar. Und dann gibt es die 6. Und die 6 ist nun, und das gilt für die gesamte Bibel, für das gesamte biblische und überhaupt das antike Weltbild, die antike Weltvorstellung hört nicht im Horizontalen auf, sondern sie kennt immer auch ein Oben und ein Unten. Und damit erweitert sich die 4 zu 6. Oben sind in der Antike die geistigen Mächte, die Götter, biblisch gesprochen Engel, auch negative geistliche Mächte, Weltbeherrscher der Finsternis, spricht Paulus mal so, das ist oben. Und unten ist die Welt des Todes, des Zerfalls, des Morbiden, der Dämonen. Die Dämonen kommen immer von unten und stürzen sich deshalb auch wieder in den Abgrund. Spielt alles in der Offenbarung eine Rolle. Sex ist also, wenn man sagen will, alles. Alles, was es gibt, auch das, was von Gott weg ist, wie der Tod und der Zerfall, alles, aber eben ohne Gott. Und die 7 ist die Zahl Gottes und damit die Zahl der Vollendung und der Fülle. Denn Gott ist außerhalb alles dessen, was ist. Gott ist außerhalb, Gott ist größer. Und deshalb diese 7 Zahl, die sagt, dieser Gott, der größer ist als alles, der kommt jetzt. Der war, heißt es von ihm, der ist und der kommt. Und irgendwann in der Offenbarung ist er nur noch der Gott, der war und der ist, weil er inzwischen gekommen ist. Der kommt in diese 6-fache Schöpfung mit ihrem Zerfall und mit ihren Großartigkeiten. Und so gibt es 4 Siebenereien, ich habe es ja schon erwähnt, die die Offenbarung gliedern. Aber es gibt noch sehr viele weitere Siebenerzahlen. Da ist man inzwischen dahinter gekommen. Man hat mal wichtige Begriffe durchgezählt, wie zum Beispiel Jesus. Jesus taucht exakt 2-mal, 7-mal in der Offenbarung auf. Der Begriff Christus, also Messias, taucht 7-mal auf. Der Begriff Lamm, das Lamm Gottes, 28-mal, also 4-mal 7. Dann diese Gottesbezeichnung, Herr Gott, der Allmächtige, 7-mal. Der Geist Gottes kommt 7-mal vor. Der himmlische Tempel kommt 7-mal vor. Und. Da gibt es eine ganze Latte noch von anderen 7er-Zahlen, die uns zeigen, Johannes hat durchgezählt. Er hat komponiert. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Und diese Strukturen haben einen Sinn. Es geht um die Vollendung in diesem Buch. Es geht um die Vollendung der Wege Gottes und der Herrschaft Gottes, des Reiches Gottes. Und ich kann es schon vorwegnehmen, im Zentrum steht die Errichtung des Reiches Gottes. Und das heißt, wenn wir 7er-Reihen haben, geht es in jeder einzelnen 7er-Reihe um die Vollendung, weil es eine 7er-Zahl ist. Das sind nicht 7 plus 7 plus 7, eigentlich 7 plus 6 plus 6, 19 Phasen der Endzeit oder irgendetwas, sondern jede 7er-Reihe sagt, da ist ein Prozess, der vom Anfang bis zum Ende geht. Und jetzt entfaltet er sich in bestimmten Bildern. Und wenn eine neue 7er-Reihe kommt, ist wieder ein Prozess vom Anfang zum Ende. Zweitens, diese 7er-Reihen, wo es dann, also in 3 dieser 7er-Reihen werden ja auch sogenannte Katastrophen erwähnt. Da sehen wir in diesen 7er-Reihen, es geht immer wieder an den gleichen Punkt, aber wie eine Ebene höher. Es ist wie eine Spirale, die sich hochdreht. Eine Spirale des Bösen. Die Wucht der geschauten Gerichte nimmt zu. Vom Viertel über ein Drittel über die Gesamtheit. Aber es sind immer die gleichen Ebenen, die gleichen Bilder. Und damit haben wir dann im Prinzip das Kaleidoskop. Ihr kennt vielleicht noch von früher so ein Kaleidoskop. Das ist wie eine Art Fernrohr. Und da sind aber vorne so farbige Glassplitter drin. Und wenn man die schüttelt, ordnen die sich an und dann werden die gespiegelt und ergeben ein wunderschönes Bild. Aber nachdem die flexibel sind, kann man das immer wieder schütteln und die gleichen Glassplitter
ordnen sich neu an zu einer neuen Farbe, aber es sind immer die gleichen Elemente. Und genauso ist es hier in der Offenbarung. Und die Botschaft dieser ganzen, der Spirale und dieser Kaleidoskopbilder ist, das Chaos, das ist das Gegenteil zum Kosmos, zur Ordnung, zur Schöpfung, das Chaos entfaltet sich, wird entfesselt. Und zwar in Natur und Gesellschaft. Es beginnt mit den Menschen, denn um die dreht sich's. Sie entfesseln das Chaos, aber das reißt dann die ganze Schöpfung mit. Und dann diese Zoom-Funktion, die Verschränkung und Fokussierung. In der ersten 7er Reihe wird die Geschichte dargestellt. Ich werde es gleich noch ausführlicher euch zeigen. Dann kommt Gericht in der nächsten 7er Reihe und dann ganz am Schluss das Gericht über das Böse. Also es zoomt sich sozusagen hinein von ganz allgemein auf immer spezieller bis hin zur endgültigen Vollendung. Ich mache mal hier einen kurzen Einschnitt und gebe euch Chance, mal kurz zu zweit, höchstens zu dritt, zu reflektieren zu diesem Thema. Was das jetzt für euch macht, vielleicht sagt er, ich blicke überhaupt noch nicht durch, dann ist das auch eine wichtige Rückmeldung. Vielleicht sagt er, okay, sind interessante Gedanken. Aber mir geht es mal darum, um diesen Gesamtblick der Offenbarung bisher. 2 Minuten. Nachher kriegt er mehr Zeit beim zweiten Mal. Okay, dann würde ich gerne mal weitermachen. Ich habe vorhin gesagt, die Offenbarung ist chiastisch aufgebaut. Das heißt, das Zentrum ist in der Mitte. Müssen wir jetzt nicht im Detail machen. Ich wollte es hier nur mal grafisch darstellen.
Da sieht man auch die verschiedenen Elemente, die die Offenbarung in sich hat. Also es gibt diese Einleitung mit dieser großen Christusvision und dann die 7 Briefe an die Gemeinden. Das ist ein eigenes Thema, denn im Sprich der Schluss, wo Jesus wieder mit Johannes zusammen ist, ihm begegnet. Und dann kommen 2 Blocks um den Thronsaal Gottes herum. Die Anbetung des Schöpfers am Anfang und das Kommen des Lamms in der himmlischen Welt und beide werden gemeinsam angebetet. Dem entspricht am Schluss das Wiederkommen Jesu, diesmal nicht als Lamm, sondern als endzeitlicher König und das Endgericht wieder vor dem Thron Gottes und dann entwickelt sich daraus die neue Schöpfung. Und dann lila kommen diese Blocks, wo es sozusagen die ganzen Endzeitfragen sich drum herum drehen. Diese 3 dieser 4 Siebener Reihen, die ich gleich noch näher ausführen will. Aber auch die sind nicht wirklich das Zentrum, sondern das eigentliche Zentrum ist Offenbarung 10 bis 14. Da wird geschaut, das ewige Evangelium vom Himmel herab, da werden die 2 Zeugen, die stellvertretend für das Volk Gottes ihren Dienst tun in dieser Welt, da wird geschaut, wie der Messias Mensch wird, von der Gemeinde geboren. Und gleichzeitig der Drache, der große Drache, der sichtbar wird, der Gegenspieler Gottes, aus dem Himmel herausgeworfen wird. Das heißt, er hat keinen Zugang mehr zu Gott. Er ist entmachtet im Himmel. Aber dann ist er auf der Erde und dann wird in diesem weiteren Teil hier als 6 Strich gekennzeichnet, sichtbar, dieser Drache tritt dann ans Ufer des Meeres, lässt aus dem Meer ein Tier hervorsteigen und dann steigt auch noch aus der Erde ein weiteres Tier hervor. Das ist sozusagen die Dreifaltigkeit des Bösen. Und danach kommt die Ernte, ein großes Bild, eine große Vision der Ernte. Das ist das Zentrum. Und in diesem Zentrum ist die Menschwerdung, die Geburt des Kindes und damit die kommende Entmachtung des Drachen das Zentrum. Darum dreht sich alles in der Offenbarung. Das ist die Kernbotschaft. Aber die Endzeitfragen, da fokussieren wir uns halt auf Begleiterscheinungen. Aber die sind halt nun da, das sind die hier. Und was hier passiert ist, hier entfaltet sich dieses Motiv des Gerichts. Der Kern ist das Kommen Gottes in Jesus. Dann ist er gekommen, in Jesus auf der Erde und ab da ist er der, der gekommen ist. Und dieses Kommen ist begleitet vom Gericht. Und so wird dieses Gerichtsmotiv in diesen 4 Blocks oder 2 großen Blocks entfaltet. Also hier sind sie nochmal, die haben jeweils einen bestimmten Akzent. Einfach das generelle Gericht, ganz am Anfang wird schon das Endgericht mitgeschaut, dann werden Umkehrgerichte bei den 7 Fanfaren, die das Kommen Gottes begleiten, geschaut und am Schluss die Zorngerichte. Und dann ganz am Ende entspricht dem das Gericht über Babylon, das ist die Weltgesellschaft, also nicht etwa die abgefallene Kirche, auch so eine fromme Auslegung, die völlig am Ziel vorbeiführt, sondern es ist die Gesellschaft dieser Welt. Und nochmal, das Zentrum sind nicht die Gerichte, sondern das Kommen Jesu. Gerahmt ist das Ganze durch das Erscheinen des Lamms und das Erscheinen des wiederkommenden Königs. Und am Schluss gibt es ein Endgericht. Und jetzt zeige ich euch mal diese Zoom-Funktion. Jetzt wird es grafisch, jetzt wird es hoffentlich ein bisschen klarer. Die erste Reihe, die 7 Siebel, beginnen mit 4 Reitern, die aus dem Himmel heraus galoppieren. Und klassisch sind es die 4 apokalyptischen Reiter, die irgendwie Chaos, Tod und Zerstörung bringen. Aber schon das ist eine Fehlwahrnehmung, denn der erste Reiter ist ein weiser Reiter, von dem wird auch nichts Negatives gesagt, nur dass er einen Bogen hat. Dass er ausreitet und weiß es in der Offenbarung durchgehend an allen Stellen. Das Bild für Gott, die Farbe Gottes und die Farbe der gereinigten und geheiligten Menschen, die zu ihm gehören. Weiß kann nicht destruktiv sein. Es ist der gleiche Reiter, der am Schluss ausreiten wird, dann an der Spitze des Himmelsheeres und dann nicht mit dem Bogen, sondern mit dem Schwert in der Hand. Aber es ist dieser eine Reiter, der die Geschichte bestimmt, das Wort Gottes. Denn hier geht es um die Geschichte. In diesen 4 Siegeln, in diesen ersten. Und dann kommt ein Reiter, der den Krieg bringt. Dann kommt ein Reiter, der Nöte bringt, Hungersnöte bringt. Dann kommt ein Reiter, der den Tod bringt, begleitet vom Totenreich. Und sie erfassen sozusagen ein Viertel der Erde. Und dann wechselt die Szenerie. Mit dem 5. Siegel kommt eine Vision von den Menschen vor Gottes Thron.
die aber zu ihm rufen und sagen, wie lange noch soll diese Geschichte denn so weitergehen? Und sie werden beruhigt und er sagt, es braucht noch ein bisschen, weil eure Zahl ist noch nicht vollendet. Und dann aber wird das Ende kommen. Und in dem sechsten Siegel wird das Endgericht geschaut. Denn da versinkt die Welt. Da hört sie auf. Die Sonne wird schwarz, der Mond wird zu Blut, die Sterne fallen vom Himmel, der Himmel wird zusammengerollt wie ein Buch und es ist vorbei. Und die Menschen schreien, die Menschen, die gegen Gott gelebt haben, schreien. Und sagen, wenn doch die Berge auf uns fallen würden. Das heißt, hier sind wir am Ende. Wenn der Himmel zusammengerollt ist, die Sterne nicht mehr sind, dann ist das Ende gekommen. Wir sind also hier schon beim sechsten Siegel, ganz am Anfang sozusagen dieser Reihen, schon am Ende. Und das ist das, was ich sage. Es ist nicht eine Weiterentwicklung, die dann später kommt, sondern es ist hier schon im ersten alles geschaut und es vollendet sich wie in der Schöpfung in der großen Ruhe. Diese berühmte halbe Stunde Stille, das ist eine Anspielung auf die Schöpfung, wo Gott ruhte, wo alles ruht. Es ist zum Ziel gekommen. Und dann entfaltet sich quasi, und das ist jetzt diese Zoom-Funktion, dann entfaltet sich dieses eine Gericht aber noch einmal. Also es ist ähnlich, wird eingeleitet wie hier der Ruf der Märtyrer, wird dann die nächste Reihe, diese sieben Fanfaren, durch die Gebete der Heiligen wieder eingeleitet. Und dann entfaltet sich dieses Gericht, das wir gerade komplett gesehen haben, bis zum absoluten Ende, nochmal in vier Teilaspekte. Nämlich das Gericht über die Erde, ein Drittel der Erde wird in Mitleidenschaft gezogen, ein Drittel des Meeres, ein Drittel der Gewässer, also das Süßwasser, und Sonne und Himmel werden zum Drittel verfinstert, verdunkelt und so weiter. Also es ist nur, was heißt nur, es ist eine plastische, bildhafte Entfaltung dessen, was in Siegel 6 schon umfassend kurz da war. Und dann geht diese Reihe weiter, es kommen zwei neue Elemente und jetzt sind wir wieder beim biblischen Weltbild. Bisher war es die Zahl 1 bis 4, darum waren da vorher auch diese vier Reiter. Aber jetzt kommt noch der Blick dazu auf die unterirdische Dimension. Später wird auch noch die überirdische dazukommen, nämlich der Abgrund. Jetzt wird der Abgrund geöffnet und dann kommen natürlich die Kräfte des Abgrunds heraus, die Dämonen. Die tummeln sich jetzt richtig. Ganz kleine Nebenbemerkung. Im Alten Testament spielen Dämonen praktisch keine Rolle. Im Neuen Testament, wenn du das aufschlägst, die Evangelien, die ersten drei, sind die voller Dämonen. Ganz interessant. Also, was immer man daraus machen will. Man kann das natürlich historisch anschauen und so weiter und so weiter. Egal. Aber im Prinzip haben wir hier sowas wie ein Bild. Wenn Gott ansetzt, um endgültig zu kommen, dann wird auch der Abgrund, das Dämonische, nochmal gelöst, nochmal freigesetzt, kann sich nochmal austoben. Das sind die sechs Fanfaren. Fanfaren sind immer ein, darum habe ich es auch so genannt, man kann auch Posaunen sagen oder Trompeten oder was auch immer, aber es sind Fanfaren, die das Kommen des Königs ankündigen. Ihr kennt vielleicht so diese alten Römerfilme, diese Sandalenfilme, wo dann der Cäsar einzieht. Und was passiert? Überall stehen sie mit den Fanfaren und tröten. Vor ihm her, bei Asterix, wer diese Art von Bildung hat, da ist es auch so. Genau das ist das Bild hier. Das sind Fanfarenstöße, die sagen, das Kommen des Königs steht unmittelbar bevor. Und beim siebten Fanfarenstoß kommt er. Aber bevor wir zum siebten Fanfarenstoß kommen, gehen wir nochmal weiter hinter die ganze Geschichte, also ein paar Kapitel weiter, wo nochmal die letzte siebene Reihe kommt. Und wieder sehen wir, es ist nichts anderes als eine Entfaltung dessen, was eh schon war. Diesmal jetzt nicht mehr zum Drittel, sondern voll, quasi Erde, Meer, Gewässer und Sonne. In dem Fall werden voll in Mitleidenschaft gezogen. Und wieder haben wir die, genau parallel, den Thron des Tieres, das ist das Tier aus dem Abgrund, das Tier, das der Satan installiert hat, das wird sichtbar. Und wieder sind die Dämonengeister da, die diesmal jetzt vom Euphrat, also vom Osten her, aus der Sicht des Römischen Reiches kommen. Und hier geht es dann auch Richtung Harmagedon, dieser Endzeitschlacht, die hier schon mal angekündigt wird. Und dann kommt hier noch ein neues Element, nämlich ein Vorgriff beim siebten, bei der siebten Schale, über das Vorgriff auf das Gericht über Babylon, die Weltgesellschaft. Da wird dann gesagt, Babylon ist gefallen,
Aber danach wird wieder das Ganze aufgebohrt und das nochmal in einer eigenen Visionsreihe geschildert. Ich habe gesagt, die siebte Fanfare läutet das Kommen des Königs ein. Jetzt, das ging zu schnell. Und als die siebte Fanfare ertönt, wird das Kind geboren, wird all die Dinge, die ich vorhin gesagt habe, wird die Ernte geschaut, etc., etc. Das ist das Zentrum der Offenbarung. Es ist sozusagen das Glutzentrum, um die herum sich dann alles anordnet. Jetzt hier noch der Vollständigkeit halber, um die ganzen anderen Aussagen noch einzuordnen. Dieses Gericht über Babylon wird dann in Kapitel 17 bis 19, zur Hälfte ungefähr, nochmal ausgeführt in einem großen, langen Bild von einer Weltgesellschaft, der großen Stadt auf den sieben Hügeln, als Hure geschaut, die die Heiligen verfolgt und die reich ist, unendlich reich ist, die dann aber fällt. Und dann kommt das große Halleluja. Das ist das einzige Mal, wo im Neuen Testament Halleluja vorkommt, das ist diese Stelle. Greift das Ende der Psalmen auf. Das Halleluja ist, dass die Königsherrschaft Gottes sich vollendet hat. Und dann geht es sozusagen in das, was dann schon jenseits dieser Schöpfung liegt, die endzeitlichen Schlachten, das tausendjährige Reich und das Endgericht über die einzelnen Menschen. Aber da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Worum es mir geht, ist zu sehen, diese Siebenerreihen, diese Katastrophenreihen, das ist ja das, was normalerweise unser Endzeitbild prägt, sind immer wieder Bilder, die ein und dasselbe Geschehen erfassen. Und die in dieser Bilderfülle, ich habe es jetzt mal versucht, ein bisschen runterzubrechen, uns bestimmte Botschaften mitgeben. Das eine ist, dieses Böse, das ist ein Grundprinzip, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, das eine Böse, das dahinter steht, also dieser dreifaltige Satan, so wie ihn die Offenbarung dann schaut, das tritt immer wieder in neuer Gestalt auf. Für Israel und Ägypten war es Ägypten, die Unterdrücker, die versucht haben, dieses Volk auszurotten. Später dann war es Assyrien, das die Hälfte Israels zerstört hat. Später dann Babylon, das die andere Hälfte zerstört hat. Schließlich das syrische Reich, das versucht hat, den Glauben Israels auszurotten. Die erste Religionsverfolgung, 160 Jahre vor Jesus. Zur Zeit der Offenbarung ist es Rom. Aber es geht weiter. Diese destruktive Macht, diese Mächte gibt es immer wieder in der Geschichte. Und wir haben in Deutschland, ich habe es letztes Mal auch schon erwähnt, wir haben ja ein Beispiel im letzten Jahrhundert gehabt, das Dritte Reich, das hat sich auch noch so genannt, tausendjähriges Reich. Es hat sozusagen bewusst diese Bilder der Offenbarung genommen und gesagt, ja, aber wir sind das Eigentliche. Also wir haben diese Dinge durchziehen, die ganze Geschichte. Es ist nichts Neues, es kommt nicht erst am Ende, es ist immer schon da. Und diese Mächte haben sich bisher zumindest, weil sie geschichtlich sind, und Geschichte hat mir immer Königreiche, sich in einzelnen Personen verkörpert. Also der Pharao in Ägypten oder der König von Assyrien oder der Nebukadnezar, der Jerusalem und den Tempel zerstört. Oder eben dieser Antiochus IV., der im Danielbuch geschaut wird. Oder Nero, der berüchtigte Nero zur Zeit der Offenbarung. Und die Zahl 666 lässt sich auch auf ihn hinlesen. Aber das ist nicht der Letzte. Und dann, das habe ich erwähnt, diese Siebenerreihen von Katastrophen, die bilden immer das Gleiche ab, aber sie intensivieren sich. Das ist dieses Spiralmoment. Es steigert sich, bei jeder Wiederholung steigert sich das Ganze. Und Jesus nennt das mal die Wehen. Du hast nicht nur eine Wehe, wenn du ein Kind zur Geburt bringst. Und du kannst vorher nicht sagen, wie viel Wehen du haben wirst und wie lange das dauern wird. Und genau das sehen wir hier. Es wird immer intensiver, bis das Reich Gottes zur Geburt kommt, in der Mitte der Offenbarung. Und dann am Schluss kommt der Übergang zum Neuen. Und es heißt als Fazit, ich habe es bei Matthäus schon gesagt, aber hier wird es noch viel deutlicher durch diese Reihen. Es gibt nicht nur eine Endzeit in der Geschichte. Es gibt immer wieder Endzeiten. Diese Reihen, diese sieben Reihen machen das deutlich. Und diese Umbrüche sind da, sie werden vielleicht immer schlimmer, also zumindest
aus unserer Wahrnehmung, unserer geschichtlichen Wahrnehmung, sind die Katastrophen schlimmer geworden. Nationalsozialismus, das Dritte Reich und der Zweite Weltkrieg waren bisher das Schlimmste, was wir kennen. Und es ist nicht die erste Endzeit gewesen. Und wenn jemand das Gefühl hat, wir leben jetzt in der Endzeit, dann ist es ganz bestimmt auch noch nicht die letzte. Ich habe mal raus, vor 5 Jahren gab es eine Ausstellung in Nürnberg über Kaiser Karl IV., 1300 irgendwas hat er gelebt. Der hat eine Endzeit erlebt. Der hat auch ein Tagebuch geschrieben, beziehungsweise eine Autobiografie geschrieben, und da erzählt er davon. Aber in den Jahren zwischen 1310 und 1300 Ende gab es unendliche Katastrophen, weit jenseits dessen, was wir kennen. 1315 bis 21, 7 Jahre lang, 7 Jahre, eine Hungerkatastrophe hier in Mitteleuropa, mehrere Millionen Opfer. Dann mittendrin eine Viehseuche, wo 80% aller Tiere von Tschechien bis England verendet sind. Dann 20 Jahre später ein Komet, der wochenlang am Himmel sichtbar war. Wenn ich heute lese, was im Internet über Blutmonde spekuliert wird und was das uns heute alles zu sagen hat, da stand ein Komet, der normalerweise relativ schnell vorbeizieht, wochenlang am Himmel. Und dann gab es Heuschreckenheere. Man hat im Nachhinein berechnet, bis zu 12 Kubikkilometer groß. Das heißt, ein Schwarm, der nicht mehr als 200 Meter hoch fliegen kann, oder die fliegen einfach nicht höher, der hätte dann eine Breite von 1 Kilometer und eine Länge von 60 Kilometer. Heuschrecken, hier in Mitteleuropa. Karl IV. Schreibt, eines Tages, er war unterwegs, da war er noch nicht Kaiser, da war er erst noch Markgraf von Böhmen, ein Soldat riss uns bei Sonnenaufgang aus dem Schlaf und rief, Herr, steht auf, der jüngste Tag bricht an, denn die ganze Welt ist voller Heuschrecken. Und dann beschreibt er, wie lange sie reiten, um das Ende des Schwarmes zu finden, aber sie finden kein Ende. Und er schreibt, das war so wie dichtes Schneetreiben, das war so dicht, dass man die Sonne nicht mehr gesehen hat. 3 Jahre lang gab es hier Heuschrecken. Mitteleuropa. Dann 1342. Wenige Jahre später, eigentlich das Jahr, nachdem die Heuschrecken dann endgültig weg waren, die größte Jahrtausendflut, die es in geschichtlicher Zeit bei uns gegeben hat, die sogenannte Magdalenenflut. Da hieß es, und das Wasser sprudelte von überall hervor, sogar von den Gipfeln der Berge, das scheint uns jetzt gerade irgendwie aktuell bekannt zu sein. Und über die Mauern der Stadt Köln fuhr man mit Kähnen. Die Meteorologen sagen uns, das ist eine statistische Ausnahme, die ist nicht mehr erfassbar. Ein 10.000 Jahre Hochwasser mindestens. In der Donauregion allein gab es 6.000 Tote durch dieses Hochwasser, und der Boden, der abgespült worden ist, der fruchtbare Boden, auf dem er Getreide anbaut, waren 13 Milliarden Tonnen, die es weggespült hat in dieser Flut. Hier bei uns in Mitteleuropa. Und dann kam die Pest, die kam obendrauf. Also wenn es jene Endzeit gab, dann war es die. Aber Gott hat nicht ein Ende gemacht. Das war noch nicht das Ende der Spirale. Und von daher, wenn uns heute Leute sagen, große Katastrophen hat es noch nie gegeben, weltweite Pandemie. Wenn man das historisch in Relation setzt, kann man nur sagen, wirklich. Okay, und das, was noch zu dem Bösen dazugehört, ist, was in der Mitte der Offenbarung uns gezeigt wird. Das Böse steht, und das ist das Tiefste, was die Offenbarung überhaupt mit aussagt über das Böse. Das Böse imitiert Gott. Es ist der absolute, totale Gegenspieler Gottes. Diese Erkenntnis bringt uns die Offenbarung, sonst kein Buch. Und sie sieht es wieder in Bildern. Sie sieht sozusagen diese Dreifaltigkeit. Es gibt diesen Drachen. Das ist der Satan, der Teufel, die Schlange aus dem Paradies, wird extra so bezeichnet. Er hat 7 Köpfe. Und jetzt ist interessant, er hat 7 Köpfe. 7 ist aber die Zahl Gottes.
Warum hat er 7 Köpfe? Weil er an die Stelle Gottes treten will. Und 7 Diademe, also Kronen. Er strebt die totale Herrschaft anstelle Gottes an. Und er bringt ein Tier hervor aus dem Abgrund, aus dem Meer. Meer ist auch ein Symbol für den Abgrund. Das ihm gleicht. Das ebenso 7 Köpfe hat. Das sein Ebenbild ist. Und wir sehen, er kopiert den Messias, der das Ebenbild des Vaters ist. Und dann kommt ein zweites Tier, das aus der Erde hervorsteigt, das sozusagen zur Anbetung führt, des Drachen bzw. des anderen Tieres. Das ist die Rolle des Heiligen Geistes und die Rolle der Gemeinde. Also hier eine Kopie. Und um diese Mächte zu richten, entfaltet sich die Offenbarung. Von Entrückung ist nirgends die Rede. Also das nur in Klammern, weil diese Frage kommt auch immer. Da ist nirgends von Entrückung die Rede. Die Gemeinde geht den Weg des Lammes. Sie werden von Anfang an als Märtyrer, kommen sie in den Blick. Sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Sie stehen als solche vor dem Thron. Sie sind den Weg zu Ende gegangen. Und sind dadurch Überwinder geworden. Und haben deshalb das Recht, vor ihm zu stehen und mit ihm dann zu regieren. Gut, Fazit. Ich bringe jetzt einfach mal die Punkte, die ich jetzt mehr oder weniger angesprochen habe, zusammen. Auch noch das vom letzten Mal, von Matthäus vor allem. Wenn ihr euch das alles mal noch vor Augen führt, das, was dich gerade anspricht oder gerade bewegt, was hätte das denn für Konsequenzen für dich persönlich? Jetzt in dieser Zeit, und was hätte das denn, das ist nur eine weiterführende Frage, für euch als Gemeinde, für eine Konsequenz? Dieses Bild von Endzeiten, das die Bibel uns vor Augen hält. Zweier-, Dreiergruppen? Und danach sage ich Amen.
Jetzt kommt das angekündigte Amen. Gut, falls jetzt noch nicht jeder gehört hat, der Manfred hat gerade leise Amen gesagt. Danke euch fürs Mitmachen, fürs Zuhören, danke fürs Erzählen. Ja, wir haben gerade schon in unserer Kleingruppe gesagt, das war ein sehr guter Überblick über das Buch der Offenbarung. Es ist sehr vielschichtig und auch sehr informativ. Das heißt, echt die Ermutigung, euch die Folien zuschicken zu lassen und vielleicht einfach nochmal auf YouTube nochmal anhören, nochmal mitdenken, weitergehen und auch das, was er sagt mit dem Alten Testament, einfach mal Vergleiche ziehen, mal gucken, was sind da Beispiele und da auch näher reinzugehen. Eine Möglichkeit, da auch nochmal mit ihm näher reinzugehen, ist am Freitagabend, da haben wir ein Predigt-Nachgespräch um 17 Uhr, 29. Diesmal stimmt das Datum. 7 Uhr, 19 Uhr, genau. am Freitag, den 29., also kommenden Freitag, da gibt es ein Zoom-Gespräch mit ihm, da kann man nochmal genauer auf Fragen eingehen. Genau, die Mail ist schon rausgegangen, da ist auch ein Zoom-Link, da muss man nur draufklicken und falls den irgendjemand nicht bekommen hat, dann darf er sich auch nochmal melden bei uns, dann verschicken wir den auch nochmal. Genau, also da noch herzliche Einladung. Dann noch eine kurze Anmerkung darauf auf unsere Kollekte. Wir haben es jetzt schon ganz oft gesagt. Es gibt die Möglichkeit über PayPal auch zu spenden und was weiterzugeben an die Gemeinde. Und außerdem ist auch am Ausgang nochmal eine Spendenbox, eine Kollektenbox. Das heißt, fühlt euch frei, da auch ins Reich Gottes finanziell zu investieren. Und was wir auch noch ansagen dürfen, ist das Segnungsteam, das im Preteens-Raum drüben ist. Das heißt, wenn jemand von euch noch was auf dem Herzen hat, segnen möchte oder auch ein Gebetsanliegen hat, dann eine große Ermutigung rüberzugehen und für euch beten zu lassen. Und ansonsten möchte ich euch alle noch im Namen unseres Herrn segnen. Das heißt, ihr dürft alle aufstehen. Auch die zu Hause dürfen aufstehen, mal ein bisschen locker machen. Jetzt haben wir ganz viel zugehört. Und dann möchte ich euch genau einfach noch segnen für den Sonntag und für den, ja, einfach die kommende Woche, für die kommende Zeit. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, auch euch zu Hause. Schön, dass ihr mit dabei wart.